Shalom, Shalom. Heute wurde ich gefragt, ob ich eine Botschaft gebe über das Thema Werdet wie die Kinder. Und da möchte ich einfach von meinem Leben zwei Situationen erzählen. Wenn ich mein ganzes Leben zusammenfügen müsste in zwei Worte, dann wäre es: Vertraue mir, glaube mir. Immer wieder ändert mir Gott die Klassenzimmer und auch die Lehrer, aber immer die gleiche Botschaft: Vertraue mir. Und vor Jahren, da war ich bei einer Wirtschaftskonferenz und dann kam eine Frau, die hat, ja, sie war schon über 40 und hat ihr erstes Kind geboren. Und das Kind hat sie in einer Tasche an ihrer Brust getragen und dann setzt sie sich an unseren Tisch und sagt: Also ich habe heute so eine Offenbarung bekommen. Dieses Kind ist hundertprozentig abhängig von mir. Ich stille es, ich wechsle die Windeln, ich bade es, ich sorge dafür, dass es genug Licht und Luft bekommt, dass es genug Schlaf bekommt, dass es genug zum Essen hat, dass es sauber ist, dass es warm angezogen ist, wenn es nötig ist. Dieses Kind ist voll und ganz von mir abhängig. Und wie sie das sagt, sagt Gott zu mir: Und so möchte ich, dass du mit mir bist, dass du bei mir bist, vollkommen abhängig von mir. Und wisst ihr, es heißt nicht, dass wir kindisch werden sollten, sondern wie die Kinder, kindlich. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Gott im Himmel, wenn ich zu ihm komme, nur sagt: Gut gemacht, mein Kind. Ja, also was es heißt, werde wie die Kinder, das heißt, wir sollen von den Eltern und dann von Gott abhängig werden. In einem vertrauensvollen Verhältnis. Und da, wisst ihr, wie sie Jesus die Kinder gebraucht haben, in Markus 10, 13 bis 16, da steht in der neuen Genfer Übersetzung: Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also Jesus hat sich geärgert. Jesus hat sich geärgert, nicht über die Kinder, sondern über die Jünger, die Kinder nicht zu ihm lassen wollten. Und die Jünger haben wahrscheinlich gute Motive gehabt in ihren Augen, weil sie Jesus nicht mit ungeistlichen Dingen belasten wollten. Sie wussten, dass Jesus anstrengende Tage hinter sich hat und auch vor sich hat. Und befürchteten, dass der straffe Zeitplan es nicht zuließ, dass er da noch mit Kindern herumspielt. Oder sie vermuteten, dass die Kinder Jesus einfach nur nerven könnten. Aber in diesem Verhalten der Jünger erkennen wir, dass Kinder in der damaligen jüdischen Gesellschaft, ähnlich wie die Frauen, wenig Ansehen hatten, auch wenn sie als Geschenk Gottes galten. Dennoch hatten manche Eltern ihre Kinder mitgebracht, damit Jesus sie segnen sollte. Jesus befiehlt seinen Jüngern, dass sie die Kinder nicht daran hindern dürften, zu ihm zu kommen. Und er warnt sie förmlich: Wenn ihr nicht wie diese Kinder werdet, also wenn ihr nicht umkehrt. Es gibt also keine andere Option. Jesus lässt keine andere Möglichkeit offen, ins Reich Gottes zu kommen. Um die klare Ansage Jesu zu verstehen, wollen wir jetzt kurz einen Blick auf die Lebenswelt von Kindern und Erwachsenen werfen. Und ich glaube, das Beispiel, was ich jetzt am Anfang erzählt habe, von dieser Frau, die erkannt hat, dass dieses Kind vollkommen von ihr abhängig ist, das ist es nämlich, was dem Ganzen als Fundament dient. Gott möchte, dass wir unsere ganze Identität, unsere ganze Sicherheit, unsere ganze Liebe,
unsere ganze Geborgenheit, unseren ganzen Schutz, alles, was wir brauchen, alles, was wir sind, alles, was wir möchten, von ihm erwarten. Dass wir, also, nämlich wir glauben, dass die größte Schwachheit eines Kindes die Abhängigkeit ist. Und wisst ihr, ich persönlich bin zutiefst überzeugt, aber nicht nur ich alleine, dass von Gott vollkommen abhängig zu werden, ist die größte Reife eines Menschen. Denn dann haben wir erkannt, was wir im Johannesevangelium 15,5 lesen, dass ohne ihn können wir nichts tun. Und ich sage es euch, nichts ist verflixt wenig. Aber bis uns Gott an diesen Punkt bringt, das sind oft ganz enorme Kämpfe in unserem Leben. Weil das heißt, dass wir uns auf Null reduziert. Und dann kann der Durchbruch kommen, dass wir in allem Gott vertrauen. Ja, also ein Kind, das erlebt hat, dass die Eltern für es sorgen, dass es zu essen bekommt, dass es den Schutz bekommt, auch die nötigen Warnungen, auch die nötige Korrektur. Diese Kinder sind sehr, sehr sicher und fühlen sich sehr geborgen. Also die Eigenschaften eines Kindes. Und es geht nicht hier um große Kinder, sondern um kleine Kinder. Sie sind hilflos, verletzlich, abhängig, ausgeliefert, unwissend, begeistert. Die staunen mit offenem Mund. Sie haben blindes Vertrauen. Sie sind einfältig, naiv, aufrichtig, sorglos, lebensfroh. Kann mich erinnern, wie meine kleine Angel, sie war damals ja, gerade ein Jahr alt, und ich habe zu Weihnachten die ganzen Freunde meines Sohnes eingeladen, mit uns Weihnachten zu verbringen. Und da höre ich ein ganz wildes Kichern im Wohnzimmer. Da waren so circa 10 junge Burschen beisammen, und die haben meine Tochter wie einen Handball herumgeworfen im Raum, von einem zum anderen, und sie hat nur gekichert. Sie hat sich so gefreut, da durch die Luft zu fliegen, und war voller Vertrauen, dass sie von jedem aufgefangen wird. Und das wurde sie auch. Und wir Erwachsenen, wisst ihr, wir wollen reif sein, mündig, selbstständig, wir wollen von der Vernunft, vom Verstand her, der uns von Gott unabhängig gemacht hat, handeln. Wir wollen wachsam sein, misstrauisch, vorsichtig gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Sorgenvoll. Was haben wir zum Essen? Was sollen wir anziehen? Ja, wir sind oft bitter, ungläubig, kein Vertrauen und somit auch keinen Glauben. Vielleicht haben wir noch die gut gemeinten Worte im Kopf, sei nicht kindisch oder werde doch endlich erwachsen. Diese Gedanken haben uns von klein auf geprägt, und der Teufel nutzt gerade auch menschliche Bedürfnisse wie das Streben nach Ehre, Ansehen und Macht, damit wir uns auf uns schauen und nicht darauf, was Gott schon längst alles für uns vorbereitet hat. Zum Beispiel Ansehen bei der Arbeit zu erlangen, ist in den meisten Fällen positiv. Wenn wir aber Scheu haben, unseren Kollegen von Jesus zu erzählen, weil uns der Verstand sagt, dass wir unsere gute Stellung, unser Ansehen gefährden könnten, dann ist das vermutlich nicht im Sinne Gottes. Einem Kind wiederum wäre das Ansehen des Vaters wichtig. Die Vernunft hat noch nicht genügend Einfluss, dem Kind zu vermitteln, dass sein Ansehen bei wichtigen Geschäftsleuten etc. zukünftig auch hilfreich sein könnte. Ihr Lieben, die Vernunft, und für mich ist das der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, nimmt uns in Gefangenschaft, obwohl wir glauben, wir werden reif und unabhängig. Und da möchte ich noch ein paar Sachen erzählen von meiner kleinen Tochter. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen YouTube schon erzählt, aber die war sowas und die ist heute noch so etwas von echt und kindlich. Ich habe schon sehr früh von Jesus erzählt und sehr früh Bücher vorgelesen, kleine Geschichten mit Bildern von Jesus, aber auch geschaut, dass der Herr Jesus in ihren Bildern schwarz ist und nicht weiß. Denn viele Afrikaner
wollen aus dem Grund alleine schon weiß sein, weil sie sagen, Jesus war weiß. Und das ist eine große Lüge. Jesus war kein Deutscher mit blonden Locken und blauen Augen. Jesus war ein Asiat. Und der hatte eine schöne, braune, bronzene Hautfarbe. Und der hatte wahrscheinlich schwarze Locken und dunkelbraune Augen. Und ja, und da habe ich hier immer Bücher gesucht, wo sie nicht verdorben wird durch diese Images von den Kolonialisten. Und dass eben Jesus sie liebt und dass Jesus auch ein Kind war. Und ich habe immer wieder erzählt, wie Jesus sich verhalten hat. Und sie hat das so aufgenommen. Und ich kann mich erinnern, dass eine sehr gute Bekannte, ja vorher noch, sie hat wollen immer Jesus in ihr Herz lassen. Und ich habe mir gedacht, mit 2,5 Jahren, da ist sie noch zu jung. Und dann habe ich in einer Schule gepredigt, eine Schule von uns, die aber bestimmt 90% muslimische Kinder hatte, weil wir sie auf die Einladung dieser Moslems in einem total muslimischen Gebiet gebaut haben. Saß sie hinten, ganz hinten mit einer Babysitterin. Und ich predigte diesen Kindern und habe ihnen erzählt, dass ich mein Leben schon 7 Jahre Jesus anvertraut habe und ihn eingeladen habe, in mir zu leben. Und dass es nie zu früh ist, das zu tun. Jesus liebt die Kinder und wir sollen werden wie die Kinder. Und dann habe ich sie eingeladen, wer das möchte, kann auch vorkommen, um sein Leben mit Gott in Verbindung zu bringen. Und meine Tochter riss sich gewaltsam aus den Armen dieser Babysitterin und rannte nach vorne. Sie stand ganz vorne und ich sagte, Herr, was soll ich tun? Sagt er, lass sie. Und dann hat sie mit diesen vielen, waren bestimmt 100 Kinder, die an dem Tag ihr Leben Jesus übergeben haben. Muslimische Kinder. Und dann habe ich nachher gesagt, Angel, was hast denn du jetzt gemacht? Sagt sie, Mama, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Ja, habe ich gesagt, was habe ich denn gesagt? Sagt sie, ja, du hast gesagt, wir sollen Jesus einladen, dass er in uns wohnt. Und das habe ich jetzt gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, und wo ist er jetzt? Sagt sie, Mama, überall ist Jesus, überall. Und seither hat dieses Kind einen Glauben und ein Vertrauen. Es waren vielleicht 3 Jahre später, sind wir in einem Flugzeug nach Europa geflogen, sie ist sehr oft mit mir geflogen. Und dann kamen wir in einen großen Sturm und der Pilot hat verkündigt über den Lautsprecher, wir sollen uns alle anschnallen, auch das Personal soll sich hinsetzen. Meine Tochter steht auf und hat in ihrem Sessel und schreit laut über den ganzen Abteil, wo wir gesessen sind, in Jesus' Name, Jesus, stop the storm! Und setzte sich wieder nieder. Ich wäre am liebsten im Boden verkrochen, alle haben mich angeschaut, aber ich war überrascht über meine Tochter. Ich habe ja nicht einen Wink gegeben, dass sie das tun soll, aber ich habe ja oft erzählt, wie Jesus den Sturm stillt und wie die Jünger geschlafen haben und den aufweckt haben, ganz nervös waren. Und das hat sie durchgezogen. Wenn wir dann ausgestiegen sind, steht zufälligerweise der Pilot dort vorne. Sagt sie zu ihm, auf Englisch hat sie gesagt, also ich sage es jetzt Deutsch, gell, lieber Pilot, heute hast du nicht recht gehabt. Und der hat gesagt, wieso nicht? Ja, der Sturm ist nicht gekommen. Sagt er, ja, da hast du recht. Wieso nicht? Sagt sie, ich habe ihn in Jesu Namen gestoppt. Sagt er, du warst es. Ja, danke. Ihr Lieben, ich war sehr stolz auf meine Tochter. Und Kinder glauben. Wisst ihr, es ist sogar bewiesen, dass ein Kind bis zum 7. Lebensjahr, alles, was man dem Kind sagt, geht direkt ins Unterbewusste, ins Unbewusste und natürlich auch ins Bewusste. Und da sollen wir den Kindern wirklich das Evangelium verkündigen. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass sie es verstehen. Und ihnen beibringen, wie Jesus die Kinder liebt. Und es freut sie ganz besonders, dass der Herr Jesus sogar die Jünger gerügt hat, weil er nicht erlauben wollte, dass die Kinder zu Jesus kommen, weil sie ihn stören könnten.
Ja, also es ist wirklich sehr wichtig, dass wir den Kindern nicht Religion bringen, sondern lebendigen Glauben. Und den müssen sie in dir sehen. Es gab einen Heiligen in Italien und ich glaube, es war der Don Bosco. Und der hat zu einer Zeit, wo ganz viele Straßenkinder in Italien waren, während der Zeit der Industrialisierung, ich glaube, es war der, hat er junge Buben aufgenommen, die auf den Straßen lebten. Und er hatte keinen einzigen Rückfall dieser jungen Buben. Die sind alle durchgebrochen in ein Leben der Liebe, der Treue, der Wahrheit. Und dann wurde er gefragt, wieso hast du so einen Durchbruch? Was ist deine Methode? Sagt er, ja, ich habe nur drei Methoden. Erstens, gutes Beispiel. Zweitens, gutes Beispiel. Drittens, gutes Beispiel. Ihr Lieben, unsere Kinder lesen unseren Geist mehr als unsere Worte. Und darum ist es sehr wichtig, dass die Kinder an uns erkennen, dass wir das Evangelium nicht nur glauben, sondern auch leben. Zum Beispiel bei uns im Kindergarten in Uganda, wenn ein Kind krank ist, dann legen die kleinen Kinder diesem Kind die Hände auf und beten um Heilung in Jesu Namen. Meine kleine Angel hat es mit kranken Tieren gemacht und oft hat der liebe Gott geheilt. Also bitte, wir müssen nicht kindisch werden, wir müssen nicht aufhören zu denken oder den Verstand abgeben, aber vor allem müssen wir nicht alles in Frage stellen. Wir müssen mit unserem Herzen hören. Gottes Stimme möchte zu unserem Herzen sprechen. Der Verstand und mein Gemüt, also Sorge, Antriebslosigkeit, haben sich dem Herzen der Stimme Gottes unterzuordnen. Und da möchte ich noch eine Frage in den Raum stellen, die Gott mir einmal gestellt hat. Ich war sehr überrascht. Er hat gesagt, Maria, bist du bereit, für mich auch ein Narr zu sein? Dinge zu tun, die ich dir auftrage, die keiner versteht. Ich habe gesagt, Herr, ja, das ist schon eine sehr ungewöhnliche Bitte, die du heute hast. Aber ich gebe dir auch die Bereitschaft, für dich ein Narr zu sein. In Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und ich glaube, es hilft sehr, wenn wir eine gewisse Naivität haben. Ich bin sehr naiv. Ich glaube Gott. Ich vertraue Gott und ich erwarte alles von ihm. Und er kann alles machen mit mir, was er will. Und dann kann ich mich erinnern, als wir das große Grundstück von beinahe 100 Hektar Land geschenkt bekommen haben von einem reichen Afrikaner, hat der Vorstand in Uganda verlangt, dass ich jetzt einen Meisterplan mache. Und ich habe gesagt, ihr Lieben, tut mir leid, aber für so etwas bin ich zu dumm. Das kann ich nicht. Aber, habe ich gesagt, der Meister hat den Plan. Bitte vertraut mir, dass ich von ihm höre, wo ich was hinbauen soll, was ich mit diesem riesigen Grundstück machen soll. Und ihr werdet erkennen, dass am Ende müssen wir alle sagen, das ist ein Meisterplan, nämlich der Plan des Meisters, der uns das Land auch gegeben hat. Dann hat Gott mich so getestet. Am Anfang musste ich Gebäude, also von einer Berufsschule, von Kinderhäusern, von Volksschule, dann das Mitarbeiterhaus von unserem Hauptgärtner, aber schon hunderte von Metern voneinander wegbauen. Und dann habe ich gesagt, Papa, dein Ruf ist auf dem Spiel. Meiner ist schon ruiniert, seit ich dir beigetreten bin, aber deiner ist auf dem Spiel. Bitte, bitte, bitte. Erinnere dich daran, ich mache, was du willst, aber der Rest ist dann dein Problem. Und ihr Lieben, heute fragt jeder,
wer hat diesen Meisterplan gemacht? Und die einzige Antwort, die darauf passt, der Meister. Wisst ihr, wenn wir wie die Kinder werden, dann werden wir erkennen, dass alle Ehre ihm gebührt. Habe ich von einem Vater gehört, also Kinder sind da manchmal schon etwas komisch, ja, oder halt sehr von sich eingenommen. Ein Vater hat bei der Garage auf der Seite von der Einfahrt Blumen gesetzt. Und der kleine Junge, 4 Jahre alt, wollte ihm helfen. Sagte, okay, machen wir mit zusammen. Und die Blumen waren da. Der Papa hat dann mit dem Jungen das eingegraben. Der Junge hat gebuddelt, die Erde ist überall hingeflogen. Der Vater hat alle Hände voll gehabt, zu tun gehabt, um da etwas Ordentliches draus zu machen. Und der Junge hat dann die Pflanzen immer hineingesetzt. Und zum Schluss läuft der Junge ins Haus. Der Vater war fertig von der Arbeit, die er jetzt hinter sich hatte, denn er musste die ganzen Sachen von seinem Sohn korrigieren. Schreit er, Mama, der Papa und ich haben uns Blumen gesetzt, meist die habe ich gemacht, aber er hat mir ein bisschen geholfen. Und so, glaube ich, sind wir auch oft bei Gott. Wir nehmen die Ehre und sagen, ja, ein bisschen hat der liebe Gott auch dazu beigetragen. Aber der liebe Gott hat alles gemacht. Er gibt, ich kann euch nur sagen, ich stehe staunend vor den Führungen Gottes, die er zulässt in meinem Leben. Und immer wieder muss ich erkennen, für Gott ist nichts zu schwierig. So, zum Beispiel gibt er mir jedes Gebäude, das wir bauen, in einer Vision. Kurz vorm Aufwachen kriege ich die Visionen und habe einen Zettel neben mir, immer am Nachtkästchen liegen, und da zeichne ich sehr stümperhaft diese Pläne auf, die ich gesehen habe. Und Gott sei Dank habe ich einen lieben Architekten, den Bruder meines Sohnes, und der liest schon meine Gedanken. Und jetzt glauben die meisten Mitarbeiter, dass ich Architektur studiert habe. Ihr Lieben, keinen Tag habe ich Architektur studiert. Und immer wieder muss ich sagen, nein, ich habe nicht Architektur studiert, aber der beste Architekt der Welt lebt in mir. Und diese paar Gebäude kann er mir zeigen und tut er mir zeigen. Also, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ja, und darum sagt der Herr, wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen, loslassen. Denn er sorgt sich um uns. Ein Kind hat nicht Sorgen. Ich habe noch nie ein Kind gehört, ein kleines Kind, das in der Früh nach dem Frühstück gesagt hat, Mama, kriege ich aber schon wieder ein Mittagessen und ein Abendessen? Noch nie. Kinder vertrauen. Ja. So wie unsere Gesellschaft uns lehrt und prägt, erwachsen zu werden, so können wir auch lernen, wieder kindlich, nicht kindisch, im geistlichen Sinn zu werden. Das sind ein paar Vorschläge. Zuerst einmal, bitte Gott aufrichtig um ein kindliches Herz. Im Römer 8,16 heißt es, der Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Dann bleib mit Gott in Verbindung, sprich mit ihm, lebe in seiner Nähe, hab Kommunikation mit Gott. Durch Gebet, durch Bibellesen, durch stille Zeit, durch Lobpreis. Ich habe schon zweimal auf Verheißung Jesu gesagt, mach eine Flitterwoche mit mir. Und einmal bin ich nach Israel gefahren, einmal nach Mombasa alleine mit Jesus. Und es waren die zwei schönsten Wochen meines Lebens. Er hat mich verwöhnt nach Strich und Faden. Und dann eben Gott ohne Vorbehalte vertrauen. Ich werde noch einige YouTubes machen über Glauben. Ihr Lieben, der Glaube ist alles. Der Herr hat mich immer gefragt, ob ich bereit bin, den Glauben von Noah zu bekommen. Sage ich, Herr, bitte lass mich nachdenken. Wie war der Glaube? Und dann habe ich erkannt, dass dieser Noah 100 Jahre an einem riesigen Schiff gebaut hat. Auf einem Hügel, wo weit und breit kein Wasser war. Nur verspottet wurde, ausgelacht wurde. Und er hat gebaut und gebaut und gebaut und sich nicht beirren lassen. Und
als dann die Wassermassen kamen, hat er geschmunzelt und sich gefreut. Und die anderen haben aufgehört zu lachen. Ja, also bitte, schämt euch nicht, wenn ihr kindlich seid. Schämt euch nicht. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Dann Reinheit ist ein Wesenszug eines Kindes. Im Laufe des Erwachsenenwerdens haben wir diese Reinheit verloren. Der Weg zurück zur Reinheit, der über Jesus geht, könnte wie folgt aussehen. Erkenntnis des Mangels. Bitte Gott, Herr, wo verhalte ich mich nicht wie ein gesundes Kind? Dann Umkehr. Dann bitten, Herr, zeig mir, wo habe ich Trennmauern, Schutzmauern gebaut? Wo muss ich mein Herz wieder aufmachen? Wo habe ich mich verschlossen? Wisst ihr, viele Menschen, die bauen aufgrund von Verletzungen, von Enttäuschungen, legen sie sich einen Stacheldraht ums Herz. Aber das schützt sie nicht nur vor den von außen kommenden, sondern es sticht sie auch innen immer wieder. Der Stacheldraht muss weg. Wir müssen neu vertrauen lernen, neu glauben lernen und neu auf seine Stimme hören lernen. Und nur als Kinder Gottes haben wir Zugang zum Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist nicht an Leistungen oder Taten geknüpft. Das Reich Gottes hat ganz andere Dimensionen der Gnade. Und ein erwachsener Mensch lebt nach Tadel und Lob, ein kleines Kind lebt nicht danach. Ein kleines Kind kann schlimm sein und gleich danach wird es dich fragen, ob es Eis mit Sahne haben kann, obwohl es nicht verdient. Ein kleines Kind hat diese Denkmuster noch nicht, die wir als Erwachsene haben. Schluss. Hanni, soll ich noch weiter? Ja, you need to conclude. Okay. Ja. Und ich glaube, das größte Geschenk, das Gott mir gegeben hat, ist der Glaube, dass er allgegenwärtig ist, allwissend, allmächtig und dass er immer für mich ist und nie gegen mich. Und Gott möchte uns wieder hineinführen in dieses kindliche Vertrauen, wo wir ihm glauben, auch wenn wir es nicht verstehen, wo wir ihm gehorchen, auch wenn wir es nicht verstehen und manchmal auch nicht mögen. Wie oft wollte ich Gott schon beraten und er gesagt, ich brauche deine Beratung nicht, gehorche mir. Ich habe alles im Griff und ich weiß schon das Ende vom Anfang. Bete, dass Gott dir zeigt, wo noch Wege der Pein sind in dir, wo du dich noch mit Selbstschutz schützt, weil du Erfahrungen gemacht hast, die so schmerzhaft waren, dass du gesagt hast, ich muss mich selbst schützen. Viele Menschen, die sehr schmerzhafte Kindheit hatten, können sich auf niemanden verlassen. Denn sie haben gelernt, die Lüge zu glauben, außer wenn ich mich auf mich selbst verlasse, kann ich mich auf niemanden verlassen. Ich wurde immer verlassen. Aber eines garantiere ich dir, Gott wird dich nie verlassen. Gott wird dich nie im Stich lassen. Gott liebt dich mehr, als du dich liebst und je dich ein Mensch lieben kann. Und er hat gute Pläne für dich. Und er weiß, wie er dich herausholen kann aus dieser Ferne, aus der Gottesferne, durch Misstrauen, durch dein Misstrauen, durch deine Unabhängigkeit. Lass dich von Gott wieder an sein Herz führen, damit du ihm in allen Situationen unter allen Umständen mehr vertrauen kannst, sogar mehr als deinem Verstand. Also, Shalom, Shalom.